du übst wie ich jeden Tag an der Leinführigkeit und es wird und wird und wird nicht besser. Die Leinführigkeit ist auch eine ganz komplexe Geschichte und bedarf 5 Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen für eine tolle Leinführigkeit erkläre ich dir in diesem Video. Geht los! Go! Dogma TV. Wow! Herzlich willkommen zurück zu diesem schönen Video. Ich bin Dogma, das ist Crucio Theo, Rocky und Silver der Marke Australian Shepherd. Hochtriebige Arbeitshunde, wie man unschwer erkennen kann. Du hast natürlich Probleme bei der Leinführigkeit. Viele Leute haben Probleme mit der Leinführigkeit. Dabei übst du jeden Tag. Du gehst hoch, du gehst runter, du machst den Richtungswechsel. Du machst genau das, was dein Hund nicht will. Es funktioniert mal für 10 Minuten. Da freust du dich schon, weil es super voll ist. Aber dein Hund ist mittlerweile auch schon 3 Jahre alt und irgendwie denkst du, Pubertät ist vorbei. Es sollte doch mal langsam funktionieren. Aber bedenke, die Leinführigkeit zu trainieren bedeutet nicht, dass du immer nur trainierst, dass dein Hund an lockerer Leine läuft oder an dieser halt nicht ziehen darf. Das ist nicht falsch, aber dazu kommen noch mehrere Komponenten. Voraussetzung Nummer 1. Das ist den meisten wahrscheinlich total klar und deshalb halte ich es auch kurz. Es ist gutes Futter. Fütter deinen Hund vernünftig, damit er sich konzentrieren kann. Wenn du dich nur von Toastbrot ernährst, dann kannst du dich auch nicht lange konzentrieren. Also schau auf eine ausgewogene Ernährung. Ich zum Beispiel füttere gerne Platinum. Welches Futter fütterst du gerne? Und wir können uns dazu gerne austauschen. Damit dein Hund auch Spaß hat am Essen und es vielleicht auch ein bisschen länger dauert, als wenn er das so einfach reinstopft, dann nimm die Tagesration gerne mit auf den Spaziergang zur Belohnung. Und wenn du vielleicht auch gerade das Deckentraining aufbaust oder dein Hund in seine Box schicken willst, dann ist so ein gefüllter Kong auch ideal, um den Hund zu entspannen. Kauf nicht das billigste Futter aus dem Discounter. Und wenn du das Gefühl hast, dein Hund hat vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit, was bei Hunden genauso ist wie bei Menschen, vielleicht kratzt er sich oft, hat Haarausfall, dann lass das gerne vom Tierarzt abklären. Grundvoraussetzung Nummer 2. Gassi gehen. Aber nicht, was du jetzt denkst, wo du jetzt sagst, oh, ich gehe doch und dann üben wir und dann machen wir und dann tun wir. Nee, ich meine einfach nur ganz entspanntes Spazierengehen. Du machst deinen Hund an eine längere Leine. Ich habe jetzt hier meine 3 Meter Freizeit-Biotane-Leine. Das bedeutet, der Hund darf nach links, der darf nach rechts, der darf schnuppern. Wir können zusammen Sachen entdecken. Vielleicht ein Mauseloch, vielleicht ein bisschen Holz aufgestapelt oder was wir halt so finden. Versuch dich mit dem Hund so ein bisschen zu verbinden. Schau mal, was dein Hund gerne hat. Ja? Du hast natürlich deine Regeln im Kopf. Warum hast du die Regeln im Kopf? Ja, weil dir das irgendwann mal so eingetrichtert worden ist. Stehst du denn auch wirklich dahinter? Eigentlich ist es doch jetzt nicht so schlimm, wenn der Hund mal nach links geht oder nach rechts geht und du hinterher gehst, oder? Ich meine, ja, es sind Regeln, das darf er nicht und niemals und nein, aber warum denn? Versuch dich mal ein bisschen auf deinen Hund einzulassen. Find mal heraus, was dein Hund auch spannend findet. Und dann in so einer entspannten Gassi-Runde, mach mal das, was dein Hund möchte. Er will an diesem Baum schnuppern? Ja, okay, dann geh doch mal mit. Schnupper mal mit an dem Baum. Mach mal mit deinem Hund was zusammen. Und du wirst relativ schnell bemerken, dass dein Hund dann auch Sachen mit dir zusammen machen will. Er wartet förmlich auf dich, dass du mitkommst. Er ist ja jetzt nicht nur im Außen und will sein Ding da durchsetzen, sondern er wartet auf dich. Du bist sein Kollege, du bist sein bester Freund. Ja? Und deshalb mach Sachen mit deinem Hund zusammen. Mach Sachen, die ihm auch Spaß machen. Die dritte Voraussetzung für eine wirklich tolle Leinführigkeit ist das Spielen mit deinem Hund. Das heißt nicht sinnloses Ballgefeuer und erholt's und Feuer und erholt's und Feuer und erholt's. Nein, ich meine wirklich mit dem Hund zusammen spielen. Das heißt, du interagierst mit deinem Hund. Du kannst mit ihm zergeln, du kannst ihn durchwuscheln, was dein Hund halt mag, wo du merkst, oh, da geht er voll drauf ab. Rocky zum Beispiel, der tanzt unwahrscheinlich gerne, also ich halte ihm die Pfoten fest und dann geht es hier rund. Andere Hunde finden natürlich Pfötchen festhalten total bescheuert. Das findet in jedem Fall raus, was dein Hund gerne macht. Spielen heißt jetzt nicht unbedingt nur Remi-Demi, wo du dann denkst, oh, danach tut mir irgendwie alles weh und ich bin aufgeschrammt von oben bis unten. Nee, Spielen bedeutet auch Aufgaben geben. Wie bei uns mit den Stühlen und den Tischen. So, jetzt, das ist natürlich nicht jedermanns Sache und der eine oder andere sagt, oh Gott, die sind ja total unerzogen, die gehen ja auf den Tisch. Ist es denn wirklich unerzogen, wenn ich den Hunden sage, sie müssen auf den Tisch?
Theo muss sich jetzt auf den Tisch hinlegen und er macht's. Ist das unerzogen? Also komm aus deiner Blase raus, bleib aber in jedem Fall auch bei dir. Wenn du das nicht möchtest für dich, dann ist das total in Ordnung. Ja? Wenn du sagst, nee, dann habe ich Probleme, dann klaut er vielleicht vom Tisch. Also ich sag mal so, meine Hunde können unterscheiden, was die Tongartenmöbel sind und was zu Hause der Esstisch ist. Und das kann dein Hund auch unterscheiden. Da gibst du auch ein ganz anderes Gefühl. Das heißt aber jetzt nicht, dass du deinen Hund jetzt überall hochklettern lassen sollst. Nur wenn du es möchtest. Wenn du sagst, okay, ich baue mir einen kleinen Parcours auf, muss dafür nicht viele, viele Hunderte von Euro ausgeben, um da eine Rutsche zu kaufen und ein Kippelding, irgendwas, wo der da wackelt und so, kann man alles kaufen, kann man auch alles selber machen. Und ich sag mal, so ein Gartenstuhl, der so ein bisschen kippelt, kannst du mit deinem Hund wunderbar entdecken. Was macht das mit deinem Hund? Ja, es baut eine Bindung auf. Er vertraut dir. Es wird eine engere Bindung, weil er merkt, erstens macht es ihm tierisch Spaß, ja, er darf damit dir klettern. Und zweitens unterstützt du ihn, wenn es mal wackelt, dass du ihn hältst, dass du ihn festigst, dass du ihn rahmst. Das heißt nicht, du sollst ihn jetzt irgendwie festhalten und dazu zwingen, irgendwas zu machen. Nee, das heißt, du gibst ihm eine Unterstützung. Das mach, und das nennt sich auch Spielen. Und du merkst schon, dieses Spielen ist auch immer in der Kombination zum Training. Es ist immer eine Sache, wie siehst du denn das eigentlich? Wenn du das nicht als Spiel begreifst, sondern als Training, dann ist der Hund ja an und für sich schon eine Anstrengung vielleicht für dich. Seh viel mehr als Spielen. Wenn der Hund jetzt mit dir 50 Meter in die Richtung läuft, ohne an der Leine zu ziehen, dann sehe das doch mal als Spiel. Dann tippel mit dem Hund, quatsch mit dem Hund nebenbei, sag, Mensch, das hast du ganz toll gemacht, super Hund, feiner Hund. Und dann war das ein Spiel. Dann hat er das super gemacht, kriegt vielleicht eine Belohnung. Und dann hat er Spaß gemacht. Und nicht hier Brutus hier ran an die Seite und jetzt hier 1, 2, 3 und wehe, du gehst nach links oder nach rechts. Macht das Spaß? Willst du mit so einem spazieren gehen? Stell dir immer die Frage, willst du mit dir selber spazieren gehen? Und manchmal bin ich auch so gestresst, das geht uns allen so. Wir sind alles Menschen und es passiert irgendwas in unserem Leben und manchmal sind wir verärgert. Und dann denkt man so, so, und jetzt zieht der Hund. Weißt du, was dann ist? Lass doch sein, lass einfach das Training sein. Atme durch, mach kurz Ruhe, atme in dich. Versuch das nicht an dem Hund auszulassen, weil auch wenn du sagst, mache ich schon nicht. Ich bin zwar sauer, ich lasse es ja an meinem Hund nicht aus. Du lässt es schon an deinem Hund aus. Du merkst es bloß nicht. Aber da fließt ganz, ganz viel Energie durch die Leine. Hört sich vielleicht komisch an, ist aber so. Also hab das immer im Hinterkopf. Willst du mit dir spazieren gehen? Willst du gerade mit dir spielen? Ja? Du musst nicht mit deinem Hund spielen. Du willst mit deinem Hund spielen. Und gerade diese Einstellung ist echt ganz viel wert in deiner Hundeerziehung, in der Konzentration, dann auch später. Wie du mit deinem Hund spielst, ist natürlich dir überlassen. Ist das ein Spiel? Theo, Platz. Rocky, Sitz. Theo, Sitz. Rocky, Platz. Theo, Platz. Rocky, Sitz. Theo, Sitz. Silber. Ist das ein Spiel? Ist das Training? Es macht doch einfach nur Spaß. Kannst damit was verbocken? Kannst damit irgendwas falsch machen? Ist der Hund danach überdreht und bescheuert? Ich denke nicht. Theo, Platz. Rocky, Platz. Jetzt kommen wir auch schon zur Grundvoraussetzung 4, bevor es richtig spannend wird. Also, die vierte Grundvoraussetzung heißt, schlafen. Ruhephasen. Ruhepausen. Gönn deinem Hund in jedem Fall Ruhe. Ja? Sonst hast du irgendwann ein überdrehtes Frettchen, was dir sowieso überhaupt nicht mehr zuhören kann. Das ist wie bei dir. Geh auch immer ein Stück von dir aus. Jetzt sagst du ja, ich bin ja kein Hund. Aber es gibt trotzdem ganz viele Parallelen. Wenn du gut schläfst, hast du doch bessere Laune, oder? Bist du viel energetischer? Kannst du alles schaffen? Wenn du gut isst, dann ist das doch das Sahnehäubchen obendrauf. Wer gut isst, schläft auch gut. Ja, wenn du nur Müll in dich reinknallst, dann funktioniert die Verdauung nicht und dann funktioniert die Konzentration nicht. Und eigentlich bist du auch nur miesepetrig und kriegst überall Pickel oder sonst irgendwie was. Ja, also du verstehst mich schon. Du verstehst schon, was ich meine. Also, ernähr dich gut, ernähr deinen Hund gut. Sorg bei dir für genug Entspannung. Sorg bei dem Hund für genügend Entspannung.
Auch mal hier so ein Ruhetraining zwischendurch. Ruhetraining heißt nicht immer, der Hund muss unbedingt jetzt schlafen in die Box, sondern du machst einen schönen Spaziergang, du bist fertig mit dem Spaziergang und dann, vielleicht bist du mit dem Auto rausgefahren, lass die Hunde noch mal kurz am Auto warten, gib denen was zu trinken und dann komm selber wieder runter. Atme auch mal durch und dann kommen wir auch schon zur fünften Voraussetzung, damit das Training gut funktioniert. Das Training. Du musst natürlich auch mit deinem Hund trainieren. Und das ist ja das, was du letztendlich schon machst. Das ist die Leinenführigkeit, einfach so zu trainieren, wie ich dir das schon in ganz vielen Videos gezeigt habe, mit ganz vielen Tricks, die du so machen kannst. Du kannst den Hund blocken, du kannst einen Stock nehmen, du kannst den Hund da führen, dirigieren, du kannst ein Halsband fassen, du kannst den Hund am Hintern anpieksen, wenn er mal vorläuft. Ja? Also alles natürlich geschmeidig und ohne Gewalt, keine Frage. Ja, aber es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst halt den Richtungswechsel machen. Du kannst halt an langer Leine üben. Du kannst an kurzer Leine üben. Du kannst an der Dogma Trainingsleine üben. Übrigens, suchst du noch eine richtig gute Trainingsleine für deinen Hund? Dann empfehle ich dir diese Retrieverleine mit 1,80 Meter Länge, 1,8 cm Breite, exklusiv aus dem Dogma TV eBay Shop. Greif zu! Die sind rar. Und wenn du diese Ratschläge beherzigst, dann verspreche ich dir, dass sich dein Hund besser konzentrieren kann und dass sich alles auf dein Leinenführigkeitstraining auswirken wird. Vor allem deine gute Laune. Ja, versteif dich nicht so auf einen Move. Versteif dich nicht so. Ich hoffe, das Video hat dir wieder gefallen. Lass gerne ein Like da, wenn es so ist. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ciao, bis zum nächsten Video. Bis Dogma TV. Platz. Prima.